Jo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zu meinen Eindrücken von der Gamescom 2024. Dieses Jahr bin ich als Aussteller am Start und wie ihr seht, ist hier noch wirklich gar nicht viel los. Das hat aber einen Grund und zwar ist heute der Aufbautag und da nehme ich euch heute mal mit. Hey, ich bin der Green, wir sind hier gerade auf der Gamescom am Aufbauen. Wir bauen jetzt noch einen schönen SX64 auf und ich hoffe, ihr kommt alle vorbei und wir haben hier ordentlich Spaß. Wir sind jetzt hier auf dem Parkdeck und wen finde ich hier? Den lieben Lars, Sigma 7 von der GAG. Und ja, wir sind ja zusammen an einem Stand. Hier ist der ganze Cockcoloris und den bringen wir jetzt runter und bauen den für euch auf. Mein Name ist John Linder oder John Linder und ich mache Unterhaltungselektronik und ich mache Unterhaltungsmusik, insbesondere Game Music und Sounddesign. Jetzt sind wir hier auf der Gamescom 24 und der Tommy ist ein ganz lufter Typ, kann ich euch nur empfehlen. Hi, die mich nicht kennen, Tino. Ich bin heute hier auf der Gamescom am Aufbautag und der Tom hat ein paar Fragen. Wer bin ich, was mache ich? Also ich bin in Vertretung für das Amiga Germany Fansein heute hier, bauen auf und ja, kommt uns alle besuchen. Wir freuen uns auf euren Besuch. Wir haben ein bisschen was zu zocken da. Wir haben Magazine da, können da drin blättern. Freue mich auf euren Besuch. Bis bald. Hi, ich bin der Senat. Ich bin der Pressesprecher vom Flipper und Arcade Museum und gleichzeitig auch der Marketingmanager von Binary Impact. Wir stellen da drüben unser Spiel aus Parking World. Gleichzeitig stellen wir hier ein paar Arcade-Automaten aus. Relativ wenige, weil uns der LKW-Fahrer abgesagt hat und wir von einem 7,5-Tonner auf einen 3,5-Tonner switchen mussten. Dementsprechend fehlen ein paar Flipper. Dementsprechend fehlen noch ein paar Arcade-Automaten. Ich hoffe trotzdem, dass ihr viel Spaß an der ganzen Geschichte habt und auf jeden Fall jeden Abend, hi, und auf jeden Fall jeden Abend 18 Uhr das sexy Retro-Quiz mit Pia und Senat, mit mir, auf der kleinen Retro-Bühne genau da. So, reicht das? Soll ich noch meine Mama grüßen? Hallo Mama, ich bin im Fernsehen. Ich hab dich lieb. Ich bin der CEO von Dr. Buro Industries und wir sind auf der Gamescom 2024 und zeigen neue Spiele für den C64. Hallo, ich bin René. Ich kümmere mich so ein bisschen um den Retro-Bereich, der von der Fläche her wieder ein bisschen gewachsen ist. Der besteht aus 4 Flächen, kann man sagen. Das ist hier der Hauptstand, 1200 Quadratmeter, mit Dutzenden von verschiedenen Ausstellern an ihren Wänden. Dann gibt es noch eine Bühne, ein Mini-Konsolen-Apartment und eine Fläche für Spielautomaten. Und hier, wir haben jetzt gerade Dienstagmittag, hier kommen wir zu nach und nach alle Aussteller. Ein paar sind schon seit Stunden da, ein paar kommen erst am Nachmittag. Einige, die kommen auch erst am späten Abend, weil sie vielleicht eine weitere Anfahrt haben. Und so füllt sich den ganzen Tag lang der Stand mit Ausstellern. Viele haben sich ja ein ganzes Jahr nicht gesehen und so begrüßt man sich und beschnuppert sich mit den Nachbarn. Das ist ja jedes Jahr ein bisschen anders und macht sich so auch mit den Änderungen so vertraut. Ne? Es gibt ja jedes Jahr andere Wände, andere Aussteller, andere Tische und andere Farben und so. Und ja, das ist immer schön. Das ist Thorsten Heine und Factor 5. Und hier wird eben halt überall aufgebaut und geklebt und das ist eigentlich immer ein schöner Tag, ne? Weil man ist noch nicht so, wie es sein soll, aber es wächst. Ne? Es ist viel, viel netter als Abbau. Ja, hallo, Willi Becker, Factor 5. Erster Aufbautag heute für uns. Wir machen dieses Jahr einen Stand zusammen mit Kaiko, also Factor 5 und Kaiko zusammen, Gemeinschaftsstand. Kommt uns gerne alle besuchen. Heute ist alles noch ein bisschen stressig. Wir sind noch mitten im Organisationschaos, was ja jedes Jahr ist, aber ab morgen ist hier alles fertig. Du erwischst mich gerade im Aufbau. Ich komme aus motherfucking Sauerland. In motherfucking Köln bin ich hier zu Hause für eine Woche. So, und nicht nur ich, auch die Sandra und der Tritronoma sich und die ganzen Gamer hier. Und technische Probleme auch schon. Oh, herrlich. Hallo, wir sind hier am Aufbautag der Gamescom und falls jemand mich nicht kennen sollte, Evil Dragon vom Dragonbox Shop oder auch Michael Mrozek, je nachdem unter welchem Namen ihr mich kennt. Und ja, kommt auf der Gamescom vorbei, viel Spaß und Servus. So Leute,
Der erste Ausstellertag ist heute am Start. Wir sind heute auf dem, ja, das ist Ausstellertag, ne? Messetag, Pressetag, Ausstellertag. Der Fachbesuchertag. Und wie euch aufgefallen ist, habe ich den wundervollen Mitch van Heiden am Start, weil der hat mich gerade eingesammelt, weil, obwohl ich ein Ausstellerticket habe, ich bin nicht reingekommen. Ich sollte mich an dieser riesigen Schlange anstellen. Leute, versteht's nicht falsch. Ich habe damit keine Probleme, mich anzustellen. Aber wenn diese Schlange gefühlt 15 Kilometer lang ist und unser Stand unbewacht ist, will man ja nach oben gehen. So passiert das, ist es nicht schlimm. Auf jeden Fall sind wir jetzt am Start. Und ja, ich gebe mal das Wort an Mitch weiter. Vielleicht hat er euch auch noch was zu sagen. Du hattest mein Parkticket. Das war das große Problem. Dann hätte ich eine Stunde warten müssen, bis wir hier parken konnten. Da habe ich ihn lieber schnell eingesammelt und dann sind wir jetzt hier hochgefahren. Ja, ansonsten Fachbesuchertag, Gamescom. Gestern mit Jeff wieder die große Trailer-Show gestern Abend. Die, ja. Und wir wissen eigentlich schon alle, was uns hier erwartet. Also spielerisch, was uns von Spielen her neuen Games erwartet. Wie immer in den letzten Jahren, ihr seid besser informiert, wenn ihr hier im Internet guckt. Hier kommt man hin wegen den Leuten, wegen der Community und um neue Kontakte zu knüpfen. Genau, Connect-Netzwerk. Um zu gucken, wer guckt. Und einfach mal Hallo sagen. Genau. Und, das werden wir jetzt heute machen. Mal ein bisschen rumgehen. Vielleicht über die App hier von der Gamescom den einen oder anderen Termin noch klar machen, wenn es kurzfristig geht. Mhm. Und vielleicht so exklusiv was anzocken zu können. Ja, und dann mal schauen. Genau. Ne? Leute, und ich würde sagen, wir nehmen euch jetzt mit. Hi, ich bin die Eva, ich bin die Solo-Dev von A Twisted Tale, ein humoristisches Point-and-Click-Adventure, an dem ich jetzt seit 2 Jahren ungefähr arbeite und das in Episoden erscheinen wird. Das Spiel handelt von Vio, die mit einem Zauberwürfel in eine verdrehte Welt kommt. Ich, Solo-Dev heißt, ich arbeite alles alleine, das heißt, die Grafiken sind handgezeichnet auf Papier, dann scanne ich sie ein und dann werden sie digital von mir koloriert. Das ganze Spiel läuft auf Visionaire, das ist die Engine, die früher Deponia hatte. Aber on top habe ich noch einen Haufen Lua-Skript. Alle Animationen sind Frame by Frame, also ganz klassisch handgezeichnet. Das Spiel findet ihr auf itch.io und Steam. Da könnt ihr das erste Kapitel schon spielen und das zweite ist in der Mache. Ciao! Hey erstmal zusammen, ich bin der Manuel von sammlerschutzhöhlen.de. Zusammen mit dem Alex und mit dem Volker haben wir dieses Jahr eine 20 Jahre PSP-Ausstellung. Seit 2013 stellen wir verschiedene Jubiläen hier auf der Gamescom dar. Und ja, die PSP ist einer unserer Lieblings-Handhelds und es ist unglaublich, dass sie schon 20 Jahre alt geworden ist. Das ist mein persönliches Lieblingsstück, die allererste PSP, die habe ich 2009 von Hideo Kojima unterschreiben lassen. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsentwickler. Und da ja auch Metal Gear auf der PSP erschienen ist, dachte ich, das passt ganz gut zusammen und die begleitet mich schon ewig. Ne? Und ja, sowas wollen wir halt hier gerne zeigen. So Leute, jetzt bin ich hier im Cosplay Village mit dem Mensch, der das hier alles ja, organisiert, möglich macht. Sven Försting, das Wort gebe ich an ihm. Mein Lieber, schön, dass du am Start bist, schön, dass ich am Start sein darf. Erzähl mal ein bisschen was. Was? Nein. Hallo erstmal. Freut mich auch. Bin jetzt seit einer Woche hier. Hab den Aufbau mit überwacht, in Anführungsstrichen. Wir sind ja ein großes Team und hab heute die Setbau machen und so weiter. Und ich organisiere halt in dem Sinne das ganze Programm, die Leute hier, die Stände, die hier stehen und so weiter. Und es läuft sehr gut. Ne? Also wir sind jetzt, heute ist der offizielle Start, bin seit einer Woche hier. Es steht alles, nichts ist in Flammen aufgegangen. Perfekt, ne? Sehr geil. Gibt es irgendwelche Highlights für diese Woche, wo du dich ganz doll drauf freust? Also, ich würde gerne mal wieder über die Messe gehen, aber ich werde wahrscheinlich keine Zeit haben. Ja, ne, ansonsten, ich mag hier eigentlich jeden Stand, weil das ist einfach wirklich sehr, sehr hochwertig, was die Leute hier aufgebaut haben. Also gucken wir, wie gesagt, einfach das Western-Szenario von Hand an, die Ghostbusters, die ein, wo ich schon gefragt habe, ihr habt doch langsam ein Lager eigentlich dafür, um die Sachen. Also jeder ist ja einmalig, die Crafting Area, die Cost Aid, Suitcase, du hast hier wirklich über wirklich sehr, sehr gute Stände und Leute, die einfach Bock drauf haben. Ja, sehr geil. Ja, Leute, ihr habt's gehört, Cosplay Village auf jeden Fall sehr geil. Und ich muss aber Dankeschön sagen an meine wundervolle Kamerafrau, die liebe Isabel von Nerds und Geeks ist am Start und die filmt das hier gerade alles. Und ja, Sven Försting, ich gebe das Wort an dich, hast du meinen Zuschauern noch was zu sagen? Ja, Nerds und Geeks ist toll. Nerds und Geeks, Baby! Hi, wir sind auf der Gamescom 2024.
Ja, und jetzt bin ich hier auf der Gamescom zusammen mit Tom von Nerds and Geeks. Moment mal, irgendwoher kenne ich das, Nerds and Geeks, aber ich weiß nicht woher. Vielleicht kenne ich irgendwen aus dem Team, aber vielleicht auch nicht. Hallo ihr Lieben, wir sind das Team von We Are Ghostbusters Germany, eine offene Ghostbusters-Community. Und wir haben hier auf der Gamescom 2024 einen richtig coolen Ghostbusters-Stand. Ja, ihr könnt euch gerne einmal umsehen. Wir haben hier zum Beispiel Ray's Occult Books, der Laden von Ray, einem der Geisterjäger. Den sieht man auch im neuen Film. Und da haben wir diesmal erstmalig den Laden zu ausgestellt. Genau, das ist hier unsere Aufgabe auf der Gamescom. Wir haben auch noch ein bisschen Labor im Hintergrund. Heute ist natürlich ein bisschen viel los, aber wir können uns das gerne einmal anschauen. Slimer ist natürlich auch am Start. Der darf nicht fehlen. Und hier ist alles so ein bisschen auf Labor, Experimente. Genau. Die Containment Unit, die ist auch dabei. Und unsere Janine auch ständig in irgendwelche Gespräche verwickelt. Genau, das ist unser Stand auf der Gamescom. Ich hoffe, euch gefällt das, was wir machen. Ja. Oh, Baby! Hi, my name is Hexa. The game is Somber Echoes. It is a dark fantasy Metroidvania where you, Adrentia, you are revived in a post-cataclysm ship. In the ship, your sister is trying to destroy the universe. You, as Adrentia, you are going to walk through the ship and gain powers and new weapons. And as you destroy other enemies, you are going to find your sister and try to stop her from destroying everything. So, Freunde, ich bin jetzt hier mit dem Francesco. Den habe ich einfach gerade angelabert, weil ihr wisst, ich bin ein kommunikativer Mensch. Und wie gefällt dir das hier? Richtig geil, ich finde es super. Also, wenn selbst ich, der hat mich hier gerade einfach angesprochen, kannst du Tekken auf Englisch? Und ich so, überhaupt nicht. Und habe festgestellt, dass ich Deutsch bin und jetzt sind wir hier, Freunde. Wir sind Buddies geworden, wir haben immer ausgetauscht. Ihr wisst, wie es läuft. Ja, was machst du hier? Mit dem Dödel da hinten, das ist mein Bruder. Wie sieht das bei euch damals aus? Habt ihr auch viel gegamed, als ihr klein wart? Ja, ich erinnere mich noch. Hat mit der Gamecube angefangen, so, yo, Franco, wir haben jetzt eine Gamecube, wir werden zocken. Und ich so, ja, let's go. Und jetzt stehen wir hier. Ich habe ihn schon Halo mit mir zocken lassen, obwohl er das gar nicht durfte. Ehrlich? Ja, ja. Ich habe immer auf neu bekommen. Ich wurde mal zuerst fertig gemacht. Also bist du der jüngere Bruder? Ja, klar. Und du bist der ältere Bruder? Ja. Wie alt, lange seid ihr auseinander? Also ich bin 35. 28. Ehrlich? Also ein bisschen seid ihr auseinander. Zum Minimal. Er mit seinen alten Freunden, ne? Und ich wurde mal weggemäht natürlich. Weil Mama hat gesagt, lass den Kleinen spielen und dann war ich hier. Ja, Leute, ihr hört das. Hier geht auf jeden Fall einiges. Gamescom 24. Meine italienischen neuen Freunde, Giovanni und Francesco. Sagt doch was an die Leute. Komm, ich übergebe das Mikrofon. Ich bin Cringe und ich bin hier. Wenn ich hier sein kann, könnt ihr das auch. Ja, Leute, herzlich willkommen hier aus der Gamescom. Wir sind live dabei und ich bin selber auch unterwegs auf Twitch und auf YouTube. Aber solange er mir nicht die grüne Karte... Und er macht jetzt hier einmal Werbung für seinen Twitch-Kanal. Nein. Machst du eine Werbung für deinen Twitch-Kanal? Ich heiße dort Faison Mojo. Also genau wie aus Metroid Prime Fason und dann Mojo. So heiße ich. Also gönnt euch den Kanal, ich mache geilen Content. Genauso wie der Kollege hier, der Tom. Richtig geil. Auf jeden Fall vielen lieben Dank, Tom, für deine Zeit. Gerne. Und du hast einen richtig geilen Stand hier. Dankeschön. Hi, wir sind ein kleines Studio aus Schottland. Wir heißen Harry Hard Games. Und wir machen ein Spiel namens Crackernuts. Das ist ein handgemachtes Märchenspiel. Und das basiert auf einem schottischen Märchen namens Katie Crackernuts. Da geht es um die Katie hier. Ihr Kopf wurde ausgetauscht für eine Ziege. Und das Coole an dem Spiel ist, dass wir dafür Puppen gemacht haben. Und auch die Szenerien alles gebaut haben als Modelle und die dann 3D gescannt haben und damit dann die in das Spiel getan haben.
Die Charaktere werden dann animiert mit Motion Capture. Das heißt, wir hatten dann Theaterspieler wirklich. Die haben die ganzen Szenen, die in dem Spiel sind, alle aufgespielt. Wir haben das dann mit der Motion Capture halt aufgenommen und benutzen das jetzt, um die Charaktere da zu bewegen. Das gibt unserem Spiel natürlich so einen ganz coolen visuellen Stil, den man so noch nicht gesehen hat vorher. Es ist ein sehr storybasiertes Spiel. Also es geht wirklich, es ist sehr viel um die Szenen, wie die Charaktere miteinander umgehen. Es gibt dann Dialog. Wechsel praktisch, wo man sagen muss, was man jetzt sagt, und je nachdem ändert sich dann die Geschichte ein bisschen. Dazwischendrin kann man so ein bisschen die Gegenden erkunden und ein bisschen auch, gibt es so ein bisschen so kleine Puzzle und sowas. Unterstützt Indie-Spiele. Indie-Spiele sind die Zukunft. Kleinere Spiele bei kleineren Teams sind die Zukunft. Ich bin heute für Netzmelden da. Das ist an sich ist das eine Internetseite, die ist halt dafür, da sollte man Mobbing oder Hass dergleichen im Internet erfahren oder auch illegale Sachen im Internet dann auch finden, dass man das Ganze dort melden kann. Die würden das Ganze dann auch strafrechtlich verfolgen. Es dient halt dafür, da einfach nochmal die Sicherheit im Internet nochmal zu gewährleisten oder halt auch im Allgemeinen, dass das Ganze auch schneller strafrechtlich verfolgt wird. Da wurden auch bis jetzt, steht auch hier nochmal auf der Rückseite, auch nochmal sehr viele, halt über 880.000 Verfolgen halt Allgemeininhalte auch gemeldet und auch schon 7.500 Internetseiten wurden auch dementsprechend auch schon runtergenommen. Ich hoffe, falls ihr das Video seht, viel Spaß auf jeden Fall auf der Gamescom, falls ihr da wart oder da noch hingehen solltet. Ja. Dankeschön. Okay, Leute, neuer Tag, neues Glück. Ich habe heute den Joseph dabei. Joseph, was geht? Servus, hi. Wir stehen jetzt hier gerade in der Schlange am TikTok-Stand und treffen den lieben Herren Takashi. Genau. Auf jeden Fall ist das der Mensch, der Sonic derzeit kreiert. Ich freue mich tierisch drauf. Ich habe gerade eine Mütze von dem geschenkt bekommen und die werde ich mir auch unterschreiben lassen. Vielleicht kriege ich ihn ja sogar aufs Video drauf. Ich lasse euch auf jeden Fall, lasst euch wissen, ob es geklappt hat. Hi there, my name is Richard the Dragon. I'm the Street Fighter Community Manager over in the UK for Street Fighter in Europe. We're here today at Gamescom. We're showing off Terry Bogard for the first time, the brand new edition of Street Fighter 6 from the Fatal Fury series. Street Fighter is doing really well. We're on year 2. Guys, just go out and buy it. That's all I'm going to say. Ja, ich bin der Chris von den Retro Nerds und ja, ich bin hier auf der Gamescom. Will mir mal so einen kleinen Überblick verschaffen, was es so an Neuigkeiten gibt und natürlich ja, die Retro-Familie hier, herzlich willkommen. Man trifft hier jede Menge Freunde und das macht immer total viel Spaß. Lieben Gruß an alle, die mich kennen und natürlich auch an die Nerds und Geeks. Ja, ich hoffe, dass ich euch am Samstag, wenn ich das nächste Mal hier bin, auch nochmal alle sehe. Dann wird nochmal fett Gruppen gekuschelt. Ja, hi, ich bin Miriam und ich stehe hier vor dem Stand des Dragon Workshop. Ja, ihr kennt uns bestimmt. Wir verkaufen quasi alles, um eure alte Hardware auch mit neuen Geräten zu nutzen. Ja, wir sind heute auf der Gamescom, freuen uns, euch quasi unser ganzes Sortiment, ja ganz nicht, aber unser Schönstes aus unserem Sortiment zu zeigen. Wir haben eine Menge Handhelds hier. Wir haben quasi als Einzige den geilsten Controller hier. Ja, ihr könnt bei uns Tetris spielen mit diesem wunderschönen NES-Controller. Es hat auch noch keiner geschafft, meinen Highscore zu knacken. Also, kommt her, knackt den Highscore. Dann kriegt ihr auch einen Aufkleber von mir. Was machst du denn sonst noch so? Ich bin hier die Katalogdame. Das heißt, ich verteile hier die Kataloge, damit ihr euch fleißig Kataloge mit nach Hause nehmen könnt, damit ihr uns den Laden leer kauft. Ja, also kommt her, holt euch einen Katalog bei uns. Ja, ihr werdet garantiert fündig. Wir verkaufen ja nicht nur Handhelds. Wir verkaufen zum Beispiel auch schöne Plüschtiere, schöne Bücher könnt ihr bei uns kaufen und ihr könnt schöne Gespräche bei uns abholen, ihr könnt ordentlich zocken, hier gibt es reichlich, ja, wir freuen uns auf euch, ihr könnt hier alles ausprobieren, ihr könnt euch hier hinsetzen, ihr könnt die geilste Hardware ausprobieren und dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr in den Shop kommt und bestellt. Bleibt retro, bleibt gesund, habt Spaß, ja, das Leben ist kurz und ja, ich würde sagen, man sollte in seinem Leben so viele schöne Momente aneinander hängen wie möglich, weil das ist das Leben. Und das machten wir hier quasi im Retro-Bereich, in der Retro-Area auf der Gamescom. Ja, Leute, und einmal ganz kurz Schleichwerbung. Natürlich gibt es hier auch das Brew Otaku. Das ist Heft Nummer 1.
Das ist Heft Nummer 2 und das ist die ganz, ganz neue Ausgabe, Heft Nummer 3. Und damit gehen Grüße raus an den lieben Schachsat. Schachsat, mein Lieber, ich hab dir gesagt, ich mach das. Leute, geht zum Dragonbox Shop. Nee, gar nicht. Dragonbox.de und checkt euch auf jeden Fall Bro Otaku. Hallihallo, ich bin der Chris Hülsbeck und sind auf dem auf der Gamescom hier. Retro Area und wir präsentieren halt Factor 5 mit Turrican und so weiter. Und jetzt auch meine alte Firma Kaiko. Da wollten wir mal so ein bisschen Get-Together machen und Reunion und da zeigen wir unsere alten Spiele auch. Hey, ich bin Peter Thierolf. Ich habe Apidia gemacht, 92 veröffentlicht und ein paar andere Sachen, Turrican 3 oder so. Hi, I'm Nicolas Betou. I'm working at Moffcut Games and we create games for NES, new games for NES. So we made Micromages and other games you can find on our website or itch.io thing. You can have some also free ROM. And yeah, so I hope you can enjoy our game and test it and have fun. Heute an diesem wundervollen Gamescom-Freitag bin ich hier mit dem lieben Mitch auf der offiziellen Bar Citizen. Und wie ihr gerade am Kamerastativ merkt, ist es ja ein bisschen windig, aber nur ein bisschen. Und ja, Star Citizen sollte euch wahrscheinlich ein Begriff sein. Wenn nicht, wird der Mitch euch gleich ein bisschen davon erzählen. Und ja, einfach bei mir in den Kanal reingucken. Genau, einfach in seinen Kanal reingucken, aber da kommen wir gleich zu. Oder so. Aber was ich sagen möchte ist, ja, das ist hier ein Treffen von Star Citizen-Spielern. Und ich bin da ganz neu, er hat mich da reingebracht und ich gebe mal an den Mitch am besten weiter, weil ich bin da, wie gesagt, ich will auch keinen Scheiß labern, Leute, ihr wisst das, gefährdetes Halbwissen, aber ja, der Mitch macht das schon. Also kurze Erklärung, der Entwickler von Star Citizen, Cloud Imperium Games, ist in den letzten Jahren nicht auf der Gamescom vertreten, macht dafür aber im Rahmen der Gamescom immer so nebenbei so, ja, so ein Stammtischtreffen so übergroß. Wir machen da gleich mal einen Schwenk, dann seht ihr schon, wie viele Leute hier sind. Um 4 sollte es losgehen. Wir waren kurz nach 4 da und sind so mit, bei den späteren schon gewesen. Ja, voll. Ja, heute am Freitag und morgen am Samstag findet sowas statt. Und ja, man unterhält sich so über seine Erfahrungen im Verse. Wie ist man dazu gekommen? Wer hat einen dazu verführt? Es sind ein paar Mitarbeiter von Cloud Imperium da. Es sind ein paar Content Creator da. Man connectet einfach. Man hat eine gute Zeit. Man trinkt was zusammen. Und das Sühnermalz ist richtig gut. Das ist ein gutes Malz, so. Ja. Ein richtig gutes Malz. Wir sind hier heute wie heißt das, in der Brauwelt. Morgen gibt es eine andere Location, aber da werden wir, glaube ich, nicht da sein. Nee. Wir geben uns das mal heute und ja, viele nette Leute. I'm Danny Oakes. I've been working at SpeedTree for the past 10 years. If you're not familiar with SpeedTree, it's a digital tree creator for games and movies. It's worth checking out. It's actually used in Star Citizen, so if you're flying over Microtech, you're gonna see some trees. You're probably gonna see some more trees in Pyro. And here at Gamescom for the first time, so I check out a Bar Citizen. Doing my best to keep up with the German, but it's not going great. So yeah, there I am. Ich bin Sudo, also SC_Sudo. Ich mache Star Citizen Content auf Twitch und bald auch auf YouTube und ja, jeden Donnerstag und Sonntag. Hallo, schönen guten Tag. Ich hoffe, es geht allen gut da draußen. Wir sind hier bei der Gamescom Bar Citizen in Köln in der Brauwelt und ja, es tut uns leid, dass ihr nicht da seid, aber wir haben Spaß. Kommt beim nächsten Mal vorbei. Morgen ist auch noch eine Bar Citizen in Brauhaus ohne Namen, heißt es, ab 6 Uhr abends. Aber da ist auch nochmal eine Gelegenheit und wir sind auch auf der Gamescom morgen. Wenn jemand vorbeikommen möchte, kann er das auch gerne machen. Hallo, ich bin Rehan und ich bin Künstlerin, die im Anime-Manga-Stil zeichnet. Ich habe mich auf die ägyptischen Götter spezialisiert und baue meinen Stand darum auf. Und hier seht ihr einige Zeichnungen von mir.
zum Beispiel Anubis im Samurai-Look oder im Knight-Look oder auch in verniedlichter Form. Und hier sieht man ein paar Lesezeichen. Also ich mache alles Mögliche mit dem Thema Ägypten. I'm Nigel Saad. I'm a fine artist from the originally from the States, but now in Italy. This is my art. I've done work for some game companies, mostly like tabletop games, like Shadowrun and that sort of thing. But most of the time, they do is just like original fine art. Yeah. Show me something of your picture. There you go. So this piece is about. It's called Just Until I Can Afford to Be Happy. It's a piece about going into a job that you hate every day and putting on your smile. You do this for the benefit of your family or whatever. But the reality is, and the irony of the situation is, what they want is you. They don't care about your money. So you could afford to be happy now, but you're choosing not to. And then each of the pieces that are in this series, which have like the dark silhouettes around the outside of them, they're all about love, but they're about how we fail to express love correctly. Hi, ich bin Stefanie, ich mache Pixel Art. Wir kommen aus Hamburg. Ihr seht bewegte Bilder, das heißt, wenn man ein bisschen tanzt an meinem Stand, dann kann man Köln bei Tag und Nacht sehen, kann Rotterdam bei Tag und Nacht sehen oder kann sich die Sternbrücke, die bald nicht mehr da sein wird, kann man sich anschauen an der Ampel und kann die Prinz sich gerne zu Hause hinhängen, uns besuchen auf unserem Shop. Ja. Und wir tingeln von Convention zu Convention. Hallöchen, ihr Lieben, ich bin die Nashi und ich komme aus Südamerika, aber heute bin ich hier in Köln auf der Gamescom und bei mir zu Gast ist gerade der liebe Tom und ja, ihr seht hier meinen Stand mit sehr, sehr vielen Produkten. Wir haben Kuscheldecken, weil der Winter, der kommt bestimmt. Wir haben tolle Kuschelkissen und Mauspads haben wir ganz viele zur Auswahl, aber wir haben auch mein eigenes Manga. Ich habe nämlich meine eigene Buchreihe, die spielt in meiner Heimatstadt Schwerin in Deutschland und da ist schon mal drei draußen und ja, kommt vorbei, wir freuen uns. So Leute, die Gamescom ist zu Ende. Ich bin wieder im schönen Ostfriesland mitten auf dem Acker mit meinem Big Batman Loco erst am Start. Ja, ich wollte einmal Dankeschön sagen. Erstmal gehen Grüße raus nach Solingen zu Stefan und Evelyn. Vielen, vielen Dank für das tolle Airbnb. Sehr, sehr geil. Nächstes Jahr sehen wir uns wieder. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dann muss ich mich bei jedem bedanken, den ich da getroffen habe. Und muss mich gleichzeitig bei jedem entschuldigen, den ich vielleicht gar nicht gesehen habe. Ihr habt wahrscheinlich gemerkt, ich war on fire. Ich habe genetzwerkt, ich habe connected. Ich habe mit jedem da gelabert. Auf Deutsch, Englisch, auf alles. Suaheli. Wirklich, das war halt genau mein Ding. Ich habe da Bock drauf gehabt. Und ja, danke geht auch raus an meine Jungs von der GAG. An meine Jungs von Nerds and Geeks. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. This is a special message to my Belgium Batman. Sorry for no putting your interview in this video. The microphone was off and this bloody mic, yeah, I think this is broken. I must fix it at home. So sorry, greetings to Belgium. Leute, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Video gehabt. Die nächste Tommy on Tour Episode wird von der Toyblosion 2 sein. Also seid auf jeden Fall gespannt und ich würde sagen, ja, ich bin raus. Peace.